Und sage herzlich willkommen zum heutigen Trend Micro Channel Webinar. Ich habe eingeladen meine lieben Kollegen Gerd und Thomas. Und das Thema des heutigen Webinars ist Zero Trust, Schlagwort oder Mehrwert. Es war wirklich in den letzten Monaten, geht es in den Medien hoch und runter. Und die Frage ist, ja, kann es irgendwo helfen? Kann es den Kunden einen Mehrwert bieten? Kann es euch als Partnern einen Mehrwert bieten? Darauf werden wir euch heute Antworten geben. Und damit übergebe ich auch sehr gerne an meine lieben Kollegen. Gut, vielen lieben Dank, Claudia, für die Einleitung. Ich werde jetzt mal anfangen und euch mal in der Theorie zeigen, um was es denn nun so geht bei dem ganzen Thema Zero Trust. Bevor ich dann an meinen geschätzten Kollegen Gerd Langer übergebe, in seiner Rolle als Solution-Architekt, wird er uns dann die Lösung in einer Live-Demo zeigen und dort auch aufzeigen, was es für Möglichkeiten mit der Zero-Trust-Lösung oder mit dem Beitrag, den wir zum Zero-Trust-Ansatz bei Trend Micro haben, auf sich hat. Anfangen würde ich ganz gerne mit einer Frage, in dem Fall etwas hemdsärmlich. Also wir haben jetzt kein Menü, wo Sie auswählen können, zu welcher Antwort Sie, ja, oder was auf Sie am meisten zutrifft. Die Frage ist, wann haben Sie zum ersten Mal vom Thema Zero Trust gehört? Und dann da einfach mal eine Einschätzung zu bekommen, inwieweit das Thema im Channel schon angekommen ist, inwieweit es von den Kunden schon herangetragen wird. Beschäftigen Sie sich schon lange mit dem Thema? Ist es so, dass es eine Weile her ist, also um die 5 Jahre, seit Ransomware zu einer Bedrohung für Unternehmen geworden ist, also circa 2 bis 4 Jahre? Oder ist das Thema erst seit kurzem bei Ihnen das erste Mal aufgeschlagen oder haben Sie da noch gar keinen Einblick oder noch gar keine Anfragen oder von dem Thema noch gar nichts mitbekommen? Da mal kurz vielleicht eine Minute Zeit, um da eben mal einen Überblick zu bekommen. Weiß nicht, Gerd, hast du die Möglichkeit, mal reinzuschauen, in welche Richtung sich das so entwickelt, so im Groben und Ganzen? Ja, aktuell ist es noch so ein bisschen ruhig. Alle. Sie können das einfach in den müde reinschreiben, genau. Ja. Entweder einfach nur die Buchstaben, das reicht uns. Also A, für beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. B, ist schon eine ganze Weile her, aber genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern oder kann ich es nicht mehr sagen. Seit Ransomware zu einer Bedrohung für Unternehmen geworden ist, erst vor kurzer Zeit oder eigentlich noch gar nicht wirklich. Ja, das sieht ganz gemischt aus. Von allem ist was dabei, ziemlich ausgewogen sogar. Danke. Okay. Gut. Dankeschön. Dann würde ich einfach damit mal starten mit dem, was ist denn eigentlich Zero Trust? Was versteht man darunter? Und will das anhand mal so einer IT- oder einer IT-Umgebungsübersicht aufzeigen. Also es ist so, Zero Trust ist kein Ziel oder es ist auch kein Produkt. Es ist eigentlich eine Security-Strategie, die man verfolgt. Es ist ein ganzes Security-Konzept und es ist eben auch etwas, was lebendig ist, was also nicht einmal justiert oder eingestellt wird, sondern was dann eben immer wieder auch an die Bedürfnisse des Unternehmens, neue Applikationen, neue Nutzergruppen auch immer wieder angepasst werden muss. Es ist so, dass also bevor oder ohne Zero-Trust-Ansatz ist es so, dass eben der Benutzer vor Corona oder jetzt auch wieder nach Corona mehr eben verstärkt im Office ist und dass eben der Office-Nutzer an sich erstmal, wenn er sich in der Früh mit seinen Credentials angemeldet hat, ein offenes Netzwerk hat und eigentlich Zugriff auf andere Systeme und Geräte hat, auf die Serverinfrastrukturen, um eben entsprechend arbeiten zu können. Und eben sehr, sehr oft das Ganze ist gestaltet ist in der Regel aus der Historie raus und von daher für den Benutzer zwar sehr, sehr einfach ist, aber eben von der Security-Sicht eine Herausforderung darstellt, sagen wir es mal letztendlich so. Gut, dann eben jetzt nicht nur mit Corona oder seit eben der Pandemie, auch schon davor, ist es eben immer stärker Richtung Remote-Arbeitsplätze gegangen. Was machen dann die Unternehmen oder was haben die Unternehmen den
Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Im Prinzip wurde ein VPN eingerichtet. Der Benutzer meldet sich also in der Früh an, macht seine VPN-Verbindung auf und hat dann eine Konnektivität ins Unternehmensnetzwerk rein. Im Prinzip von den Rechten her und den Möglichkeiten ist es eigentlich eins zu eins das Gleiche, wenn die VPN-Verbindung aufgebaut ist, wie wenn der Nutzer im Office selber sitzen würde. Und somit ist es auch mit diesem Konstrukt für Angreifer, wenn sie denn wenn sie die Login-Credentials des Benutzers haben und sich dann im schlimmsten Fall sogar zum Admin machen können oder einen Admin vorgaukeln, letztendlich die Möglichkeiten, ja, fast, wenn man es sagen kann, unerschöpflich sind, um im Unternehmen eben auf entsprechende Daten zuzugreifen, also letztendlich um Ransomware auszurollen oder eben auch Daten abzugreifen von anderen Systemen, von Servern, von Applikationen etc. Das heißt, das Lateral Movement war eben möglich und hat eben dadurch hat der Angreifer eben auch sehr, sehr gute Möglichkeiten oder große Möglichkeiten, großen Schaden anzurichten. Naja, was haben die Unternehmen dann gemacht oder woran arbeiten die Unternehmen auch weiterhin, ist eben dieses ganze Thema mit der Segmentierung. Das heißt, man hat Netzwerke segmentiert beziehungsweise die ganze IT-Infrastruktur segmentiert. Was passiert beim Thema Segmentierung? Naja, also man macht im Prinzip Gruppen oder logische Arbeitsbereiche. Und man vergibt dort dann letztendlich Rechte, was unter den verschiedenen Gruppen oder den verschiedenen Bereichen oder Segmenten letztendlich geteilt werden darf. Ja. Und je strenger man das Ganze eben trackt oder reglementiert, desto sicherer wird das Ganze natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist natürlich von der Pflege sehr, sehr aufwendig. Ja. Also wenn ich dann irgendwelche Neuerungen einführen möchte, neue Rechtevergabe, dann zieht das in der Regel immer einen ganzen Rattenschwanz hinterher, dass dann eben auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wenn man das ganze Thema etwas lax oder offener angegangen ist, dann hat man also weniger Administrationsschwierigkeiten oder Herausforderungen. Allerdings ist natürlich dann der Schutz auch nicht der, den man vielleicht erreichen möchte. Erschwert wird das Ganze eben jetzt auch nochmal dadurch, dass eben immer mehr in die ganzen SaaS-Applikationen geht. Also die bekannteste ist ja wohl oder die meistgenutzteste im Markt ist mit Sicherheit das Office 365, aber auch Dienste wie Salesforce werden immer relevanter in den Unternehmen und somit beschäftigen wir uns dann eben also auch nicht nur mit dem Segment, was wir in-house haben, sprich zum Beispiel dem Data Center, sondern wir haben hier eben auch als Segment dann eben die SaaS-Applikationen und die Datenverkehrsmuster oder generell der Datenverkehr, wenn wir dann auch noch in die Cloud gehen, ist dann einfach nochmal ein Stück komplexer und stellt nochmal eine etwas größere Herausforderung dar, als es die reine Inhouse-Segmentierung schon mit sich bringt. Ein weiteres Thema oder ein weiteres Problem an der ganzen Situation ist, dass natürlich die Remote-Mitarbeiter in den meisten Fällen gar nicht mehr direkt über oder übers Unternehmensnetzwerk auf diese Applikationen zugreifen, sondern letztendlich direkt von ihrem Heimarbeitsplatz auf die Lösungen zugreifen und dass man hier eigentlich gar keine Übersicht oder Kontrolle mehr hat. Was ist jetzt der Zero-Trust-Ansatz? Letztendlich ist es so, dass der Zero-Trust-Ansatz erstmal ein Null-Vertrauens-Ansatz ist, sprich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat erstmal per Default die Möglichkeit, auf gar nichts zuzugreifen und letztendlich an Regelwerken oder an Regelungen wird eben festgelegt, auf welche Applikationen oder auf welche Systemressourcen der User zugreifen kann. Und das ist eben sehr, sehr von sehr, sehr vielen Faktoren letztendlich abhängig. Reden wir hier von einem, sage ich mal, gemanagten System, also sprich einem System, was vom Unternehmen ausgerollt worden ist, wo dann auch entsprechende Agenten drauf sind, wo eine entsprechende Security drauf sind, wo eine entsprechende Policy drauf liegt,
sind es Systeme, die dann, oder meldet sich das System dann aus dem Inland aus dem vertrauenswürdigen Ausland oder eben von wo auch immer, dann kann hier schon festgelegt werden, dass der Mitarbeiter in der Regel etwas mehr Zugriff oder mehr Möglichkeiten hat, weil man hier also einfach andere Steuerungs- und Tracking-Möglichkeiten hat. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, wenn ein Benutzer sich zum Beispiel mal von einem privaten Device, einem sogenannten Unmanaged Device, anmeldet, von unterwegs aus, das System hat er nicht mit dabei, er hat aber sein privates iPad dabei, muss dringend eine E-Mail schreiben oder mal ins Postfach schauen, dann hat er eben auch die Möglichkeit oder dann hat man auch die Möglichkeit, solche Unmanaged Devices letztendlich mit zu tracken und zu kontrollieren und hier diesen dann entsprechende Rechte zu geben. Und eben dann nur das zuzulassen, was dann eben auch den Richtlinien und den Vorgaben entspricht. Gut, was sind nun die großen Vorteile? Es ist letztendlich für Angreifer wesentlich anspruchsvoller oder wesentlich schwieriger, sich in einem Unternehmensnetzwerk, wenn man die Login-Daten oder die Credentials von einem Nutzer hat, letztendlich sich auszubreiten. Es vervollständigt eben unsere gesamte XDR-Ansatz. Es ist eben nicht mehr dieses weit offene Netzwerk, was wir eben den bisherigen Konstrukten vorfinden. Und dass eben sich diese Risikobewertung eben einfach nochmal ganz anders darstellt. Sprich, also das, was ich gerade aufgezeigt habe oder erzählt habe, sprich, mit was für einem Gerät melde ich mich von wo aus an und versuche, auf was für Applikationen zuzugreifen. Dies lässt sich hier eben sehr, sehr gut steuern und eben entsprechend mit Regeln versetzen. Gut, was für Sie, euch im Channel ganz, ganz wichtig ist, einfach zu verstehen, was machen wir hier bei Trend Micro, was gibt es für Lösungen? Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch eine aktuelle Preisliste vorliegen habt. Wir haben hier im Prinzip zwei verschiedene Lösungen oder beziehungsweise man könnte auch sagen drei verschiedene Lösungen. Also das eine ist letztendlich das ganze Thema Private Access, also der Artikel nennt sich dann auch Trend Micro Secure Access, Private Access, das ist im Prinzip die Lösung, um letztendlich vom System aus auf private Cloud oder Corporate, also aufs Data Center letztendlich sicher zuzugreifen. Die zweite Lösung nennt sich dann eben Internet Access, also sprich, das ist das Ganze, um einen sicheren Zugang zu gewährleisten in die gesamten Cloud-Applikationen, sprich, also das, was wir aufgezeigt haben, Mitarbeiter meldet sich von unterwegs aus bei einer Salesforce oder bei einem Office 365 etc. an, um das eben sicher zu gewährleisten und eben hier den Zero-Trust-Ansatz abbilden zu können. Die Lizenzierung ist ganz einfach. Es ist so, das Ganze wird eben über Credits letztendlich dargestellt. Der Private Access kostet 50 Credits, der Internet Access liegt bei 80 Credits und das Ganze gibt es dann eben nochmal als Bundle, eben auch Internet Access plus Private Access als gebundelte Lösung, eben um beides zu ermöglichen und liegt dann bei 130 Credits. Und alle drei Lösungen sind ab sofort auch verfügbar. Und jetzt würde ich an der Stelle an meinen Kollegen Gerd Langer übergeben, der dann mit der Demo startet. Außer es gibt an dieser Stelle schon Fragen, dann lasst uns hier gerne drauf eingehen. Ja, im Chat ist gerade gefragt worden, ob jemand eine Frage stellen darf. Er hat sie aber bisher noch nicht gestellt. Also bitte einmal schriftlich in den Chat, in den Q&A reinschreiben. Dann können wir es machen. Die Sprache oder ist für in dem großen Forum abgeschaltet. Aber Thomas, du kannst schon mal das Sharing beenden, dann kann ich anfangen zu sharen. Ja. Gut. Okay. Dann teile ich jetzt mal den Bildschirm.
In. Okay, was ich Ihnen hier mitgebracht habe oder aufgebaut habe als Demo-Umgebung, ist quasi eine virtuelle Testumgebung mit mehreren Standorten, sage ich mal. Und zwar haben wir einmal hier einen LAN-Standort. Das ist hier bei mir im Homeoffice. Da sind ein paar Applikationen hier freigegeben. Das sind einzelne Applikationen, Web-Applikationen, SSH, RDP-Applikationen oder Systeme, die freigegeben. Hier steht ein gemanagter Client in diesem Standort. Dann haben wir hier einen zweiten Standort. Der ist in diesem Fall in der Cloud, also virtuell in diesem Fall, kann natürlich genauso gut physikalisch sein. Hier habe ich wieder ein paar Applikationen freigegeben und hier wieder ein gemanagter Client. Außerdem habe ich einen angemanagten Client, den haben wir hier draußen. Der hat also nur einen Browser drauf, sonst nichts. Also keine Software von Trend installiert, gar nichts hier. Bei den beiden anderen sehen Sie jeweils das kleine Schild. Also da ist der Trend Micro Zero Trust oder der Basecamp Agent mit Zero Trust Modul installiert. Also sprich, es muss nur ein Modul nachgeschoben werden. Was sozusagen jetzt zusätzlich, ich lösche das mal wieder, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, was jetzt zusätzlich von uns ins Netz kommt, das sind diese beiden Systeme. Das sind die sogenannten Secure Access Konnektoren. Das heißt, alle Verbindungen zu Applikationen werden ausschließlich von diesen, das sind virtuelle Appliances, aufgenommen, die mit den Clients oder nein, mit der Applikation sprechen. Das heißt, selbst wenn jetzt von hier diese Maschine mit diesem Dienst reden möchte, redet sie nur mit dem Secure Access Connector und dieser redet wiederum mit dem. Also sprich, ich kann die Netzwerkverbindungen sehr granular konfigurieren. Ich muss halt nur diesem Secure Access Connector, was Thomas vorhin gezeigt hat mit der Netzwerksegmentierung einer Maschine oder einem Pool von Maschinen, das können auch mehrere sein, die sich Load Balancen, muss ich halt die Erlaubnis geben, bestimmte Applikationen nutzen zu dürfen, netzwerktechnisch. Und dann erstelle ich im Vision One eine Regel, welche User die Applikationen nutzen dürfen. Und dann ist mir völlig egal, wo die Konnektoren sind oder sonst was. Ich benutze einfach oder ich sage einfach, ich möchte die Applikation nutzen, egal von wo. Wenn es per Browser möglich ist, einige Applikationen und Dienste kann ich natürlich auch per Browser nutzen, kann es natürlich auch von einem Unmanaged Client gemacht werden. Wenn es aber darum geht, jetzt spezielle auf beliebigen Ports zum Beispiel irgendwelche Dienste zu nutzen, dann brauche ich natürlich einen gemanagten Client, damit der entsprechend die Netzwerkverbindung kontrollieren und in Anführungsstrichen manipulieren kann, dass er das Routing entsprechend aufbaut von zum Beispiel dieser Maschine über Vision One, über den Secure Access Connector auf hier ein bestimmtes Netzwerksegment drin. So, das will ich Ihnen mal zeigen, wie das aussieht. Fangen wir einfach mal links mit dem Unmanaged Client an. Das ist hier mein Unmanaged Client. Das ist sogar eine physikalische Windows 10 Maschine. Da habe ich einen Browser. Ich muss halt nur dieses Portal veröffentlichen. Wir stellen per Default einen DNS-Namen zur Verfügung, über den es erreichbar werden kann. Der kann natürlich auch von Ihnen selbst umdefiniert werden, auf eine eigene URL benutzt werden. Und das sieht dann, fangen wir mal wirklich mit den exotischen Sachen an, hier eine SSH-Verbindung zu einem Server. Und da kann ich wirklich eine SSH-Verbindung im Browser aufbauen. Vorher im Demo hat es noch funktioniert, da ist sie. Also sprich, ich kann eine SSH-Connection aufbauen. Nein, ich wollte einen Exit machen. So, genauso kann ich hier eine RDP-Connection aufbauen. Also das war jetzt gerade eine SSH-Verbindung von diesem Unmanaged Client über das Portal. Der hat mit Vision One sich connected. Der hat sich hiermit connected und war auf diesem Server per SSH. Hier unten ist er gelandet. Und wenn ich jetzt per Netstat hier nachgeschaut hätte, wo kommt die Verbindung her, die wäre wirklich ausschließlich von dieser Maschine gekommen.
Und hier bis dahin ist sozusagen die öffentliche Verbindung. Und hier gibt es keine Inbound-Connection in Ihr Netz, sondern es gibt eine Outbound-Connection von diesem Secure Access Connector zu Vision One. Also sprich, wenn in Ihrer Standort-Firewall, die ja typischerweise dann hier sitzt, an der Stelle, da wäre dann halt ausschließlich die Standard-HTTPS-Regel ins Internet ist erlaubt. Notwendig. Also Sie müssen da keine exotischen Firewall-Regeln zusätzlich pflegen oder ähnliches, sondern das ist eine reine Outbound-Connection und der Client macht hier drüber seine SSH-Verbindung bis hier unten hin. Und das wird über zwei Vision One-Regeln oder Regeln in Vision One, wird das dann entsprechend definiert. Andere Beispiele natürlich, ich habe jetzt hier eine Connection auf einen Deep Discovery Analyzer, der jetzt hier zum Beispiel in der Cloud sitzt, das ist diese Maschine hier. Die rufe ich auf, die kriegt auch wieder bei uns sogar dann einen DNS-Namen und ich kann direkt auf dieses Portal zugreifen. Das kann natürlich genauso gut eine interne Applikation sein, das kann Salesforce sein oder ähnliches, wo ich dann zum Beispiel in Salesforce definiere, dass nur von dieser Maschine auf Salesforce zugegriffen werden kann oder andere Applikationen. Das ist jetzt ein Unmanaged Client, hatte ich gesagt, reiner Browserzugriff. Das ist also ne, dieser Kanal hier. Ich kann hier natürlich auch den Cloud-Proxy konfigurieren. Dann könnte ich dort auch, ich sage es mal, den klassischen Secure Web Gateway ersetzen für den Unmanaged Clients. Dann ist natürlich immer die Frage, wie kommt so ein Unmanaged Client an die Proxy-Konfiguration? Für ein Gästenetz geht es vielleicht noch, natürlich für den Homeoffice-User eher nicht. Also sprich, der Unmanaged Client wäre der typische Anwendungsfall, natürlich so ein Applikationsportal, dass ich dann auf bestimmte Applikationen zugreifen kann. Bei dem gemanagten Client sieht es dann etwas anders aus. Den habe ich hier mal auch als ESX-Konsole jetzt hier auf. So, da ist halt ein Agent drauf. Den habe ich jetzt hier mal gestartet. Der Internet Access ist sozusagen default aktiviert. Das sieht dann wiederum so aus. Ich habe heute Morgen schon mal 3-4 Seiten aufgerufen, dass ich jetzt hier nicht sehen muss. Man sieht hier irgendwo der Proxy oder die Connection steht irgendwo in den Staaten, jetzt in meiner Demo-Umgebung. Ich habe jetzt hier mal eine Webseite aufgerufen, die auf der Blacklist steht. Dann kommt eine Blogpage genauso. Genauso sollte ich hier, habe ich heute Morgen, na, das geht ja nicht, doch, da habe ich einen ICAR getestet als Virus. Natürlich kriege ich dann über die Reputation, wird die Seite geblockt. Nicht. Also klassisches Secure Web Gateway. Ist erstmal per Default aktiv, nur wenn die Client startet. Und jetzt kann ich halt den Private Access auch noch starten. Dann kriege ich, sollte das noch nicht definiert sein, noch ein Login. So. Ich sogar nicht vertippt, passt. So, jetzt wird der Secure Access Connect aufgebaut. Sollte jetzt gleich auf grün springen, genau. So, jetzt ist nämlich auch hier, okay, schlechtes Beispiel, er war da. Ich mache jetzt nochmal einen Connect. Das ist immer, wenn man das live zeigen will. Geht es manchmal schief? Na, heute Morgen diverse Male durchprobiert vor der Demo. So, hoffentlich bleibt er jetzt, genau. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, kann ich mir anzeigen lassen, was für Applikationen veröffentlicht sind. Und hier habe ich jetzt auch mal eine RDP-Connection, auch die SSH-Connection kann ich jetzt hier direkt anklicken und aufrufen. Ich sehe bestimmte Webserver oder ähnliches. Aber auch solche Sachen, deswegen wollte ich das hier zeigen, das ist jetzt wirklich eine Netzwerkverbindung. Ich habe hier einen ICAP-Port, der irgendwo sitzt, völlig egal, kann ich also auch ansprechen. Ich habe es jetzt hier nur demomäßig einmal gestartet. ICAP lauscht auf Port 1344. Das ist in diesem Fall eine Server-Protect-Maschine, Server-Protect für Storage. Die hat einen ICAP-Port standardmäßig auf. Und wie man hier sieht, wird der ICAP-Port von dem Server-Protect für Storage aufgerufen und kann natürlich dann auch von Applikationen benutzt werden, die in ganz anderen Standorten sitzen und ähnliches oder auch in der Cloud sitzen. Egal, wo dieser Dienst ist,
ich kann den halt per Vision One-Regel einfach freischalten. Und hier habe ich wieder meinen DDAN, der würde jetzt hier genauso aufrufen. Also sprich, ich kann den auch per IP aufrufen, auch wenn die IP-Adresse natürlich hier im Netz gar nicht existiert. Also das ist an der Stelle völlig egal. Der benutzt den dann wirklich mit der nativen IP-Adresse und er baut dann dynamische Routing-Regeln im Hintergrund auf, die für den Anwender natürlich völlig unsichtbar sind. Okay, Fehler jetzt hier, aber wir haben es ja gerade schon gesehen von einer Maschine, das funktioniert. Also sprich, hier habe ich meine Liste an Applikationen. Genauso wird halt das Secure Web Gateway wird geblockt und ich habe halt den Zugriff auf private und öffentliche Webseiten. Also die Anfrage, die halt manchmal kam, ist halt, ja, ich möchte jetzt halt zum Beispiel Salesforce oder Salesforce ist jetzt eine beliebige Public-Web-Adresse, die ich benutzen kann. So, und dort kann ich als Administrator zum Beispiel einschränken, dass mein Login nur von meinem Standort genutzt werden darf. So, das kann dann zum Beispiel sein. Klassischerweise war das dann so, dass halt hier die öffentliche Firewall-IP nur freigeschaltet werden, nur wenn die Clients intern waren und über die Firewall kamen, durften die jetzt auf Salesforce zugreifen. Alles von allen anderen IPs war es geblockt. Jetzt ist es möglich, halt auch selbst mit einem Non-Managed Client oder mit Clients aus anderen Standorten, wenn ich die Applikation X über diesen Secure Access Connector freigebe, können beliebige Maschinen, denen ich das erlaube, über diese Maschine das freigeben. Und ich muss hier keinen VPN-Client drauf installieren oder ähnliches. Wie sieht das Ganze jetzt? Fragen dazu. Wenn natürlich Fragen sind, bitte jederzeit technische Fragen, Lizenzfragen und ähnliches an Thomas. Mir bitte die technischen Fragen geben. Wie sieht das in der Vision One-Konsole aus? Hier habe ich jetzt mal die Vision One-Konsole aufgebaut. Hier haben wir den Zero Trust Secure Access Teil. So, ich mache hier mal die Overview. So, ein User, ein Device, das war genau ich. Das war hier gerade mein User, den wir hier gesehen haben. Der hat jetzt auch schon hier ein paar Activities gemacht. Das dürfte mein Eiker von heute Morgen gewesen sein, den ich getriggert habe und ähnliches. So, ich habe zwei interne Apps aufgerufen. Also so ein bisschen Statistik sieht man sofort. Und man sieht halt hier den Teil, ich habe den Private Access Control und ich habe den Internet Access Control. So, das ist erstmal rein Statistik. Ja, sehen Sie, das sind genau die beiden Seiten, die ich aufgerufen habe zum Testen und zum Blocken. Natürlich habe ich hier, wie gesagt, in meiner Testumgebung nur ein paar Dummy-Daten drin und ähnliches. So, wie sieht das Ganze regeltechnisch aus? Ich habe das aufgeteilt in Risk Control, Private Access und Internet Access hier oben. So, Risk Control ist der Zero Trust Anteil. Das heißt, klassischerweise denken wir jetzt wieder in bisherigen Methoden, Secure Web Gateway, IWSVA, TMWS als klassische Trend-Micro-Produkte, die hatten den Teil. Die hatten genau die Pornoblocker-Regel, wer darf wann auf was zugreifen, hier gebe ich meine User an, hier gebe ich meine Lokation, mein Gateway, meine Maschine wäre das in diesem Fall oder wäre das früher gewesen, welcher Traffic und auf welche URLs oder Applikationen darf der zugreifen. Hier habe ich halt die Adult-Kategorie geblockt. So, das ist halt, ich sag mal, der klassische Teil, den finden Sie hier genauso wieder, weil die Anforderung hat sich natürlich nicht geändert. Das wird heute genauso gebraucht. Aber der Punkt ist halt, ich kann das Ganze jetzt halt kombinieren mit dem Risk Control. Das heißt, wenn eine Maschine ein bösartiges Verhalten gezeigt hat, ein User hat ein komisches Verhalten gezeigt, sprich, ein User hat sich gerade von einer Minute in Timbuktu eingewählt, jetzt wählt er sich in Cuxhaven ein und 5 Minuten später in Washington. So, ich sag mal, dürfte eher nicht passieren. Sowas können wir aber feststellen und dann zum Beispiel einen User-Account ausloggen oder sogar einen User-Account sperren. Wir können, wenn eine Maschine sich entsprechende Schwachstellen runtergeladen hat oder Schwachstellen hat oder sich entsprechende Schadcode runtergeladen hat, können wir diese Maschine entsprechend erkennen. Und wenn versucht wird, mit so einer Maschine, die einen schlechten Status hat, ins Internet zu gehen oder auf unsere Applikation zuzugreifen,
dann können wir diese Maschine entsprechend blockieren. Das ist genau der Ansatz, den wir dort verfolgen. Wir können halt den klassischen Internet Access Control mit Risikokontrolle, sprich Zero Trust, und das ist eine permanente Überprüfung. Wir sehen es ja meistens so, wenn Sie einen guten VPN-Client haben, prüft der VPN-Client wenigstens morgens beim Einloggen, ist Antivirus installiert. So, das macht unser klassischer VPN-Client, den wir bei Trend nutzen, auch. Der prüft halt morgens einmal, hast du überhaupt Antivirus installiert, und das war's. Wenn ich aber das Ganze über Zero Trust mache, dann wird permanent geprüft. Sprich, der prüft alle paar Sekunden im Hintergrund nach, ist der Virenscanner installiert? Ist der aktuell? Ist irgendein neuer Patch aufgetaucht oder steht ein Patch zur Verfügung? Da habe ich vielleicht einmal, das ist einfacher, zeige ich Ihnen eine Slide aus der PowerPoint-Präsentation, nämlich was wird zum Beispiel geprüft? Betriebssystem, ist die Firewall da? Ist Antivirus da? Ist die Software aktuell? Ist die Platte verschlüsselt, sind Schwachstellen da? Und das kann ich natürlich nach bestimmten Betriebssystemversionen wieder unterscheiden. Und wenn ich das alles geprüft habe, das wäre jetzt für eine Device. Für den User, habe ich gerade erzählt, kann ich zum Beispiel prüfen, wo hat der sich gerade angemeldet oder hat der übers Web-Gateway vielleicht irgendwas runtergeladen von einem anderen Gerät. Also das hat auch dann nichts mehr zu tun mit dem Gerät, sondern hat der User irgendwas runtergeladen. Und das Ganze kombiniere ich dann in ein Regelwerk. Das kann dann so aussehen, zu bestimmten Zeiten, für bestimmte User, Lokation, Applikation dann, auf welche Applikation darf er zugreifen. Dann werden die Kriterien geprüft und dann gibt es halt nochmal die Risky. Also er ist unsicher, der User oder die Device. Dann kann halt die Maschine gesperrt werden, der Account gesperrt oder es wird natürlich zugelassen. Das ist halt die neue Funktionalität, die wir dort haben, was wir dann entsprechend freigeben können. Das habe ich Ihnen noch nicht gezeigt. Das ist jetzt halt die Ergänzung um den Private Access, also quasi der Ersatz des klassischen VPNs. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Applikation, nehmen wir mal das generisch so, und da kann ich, ach nee, das hat der Kollege gebaut, die Policy, dann gehe ich lieber auf die Policy, die ich gebaut habe, da weiß ich, was drin steht. Genau, da habe ich jetzt halt auf eine Applikation das freigegeben und dann sage ich halt wirklich, welche Applikationen, zeige ich Ihnen gleich auch, wie ich die definiere, darf der entsprechende User zugreifen oder nicht. Wann gilt sie? Also ähnlich wie die internen Internet-Access-Regeln definiere ich das dann hier auch für die internen Applikationen. Wer darf wann wohin zugreifen? Und natürlich, ich kann es auch wieder erlauben, verbieten. Oder ich habe jetzt hier in meiner Policy es zum Beispiel so gemacht, wenn mein Client einen Kritikalitätswert überschreitet, sprich, er hat einen höheren Wert wie 50, sprich, wenn ich dreimal EIKA klicke, dann bin ich sozusagen von der Kritikalität zu hoch, weil ich zu viele Schadcode runtergeladen habe, dann würde ich klassischerweise keinen Zugriff mehr auf die internen Applikationen haben, weil meine Maschine ist infiziert. Aber ich kann natürlich hier auch einen Monitor als Action machen, zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich erlaube es noch, aber ich monitore dann jeden Zugriff und alles, was der macht. Genau. So sehen die Regeln aus an der Stelle. Wie gesagt, einiges erkennen Sie sicher wieder von den klassischen Produkten wie TMWS oder IWSVA noch. Und natürlich bei den Mitbewerbern sieht es ähnlich aus. So, hier kann ich halt die ganzen Postures definieren. Ich denke, das würde jetzt so weit führen. Ich kann noch eigene Kategorien bauen für URL, das kennt man wieder vom URL. Aber auch halt hier kann ich definieren, was mein Client haben muss, damit er rein darf und ähnliches. Dann gibt es natürlich ein Logging, halt eine History. Jetzt habe ich hier, da sieht man genau, es dürfte das von heute Morgen sein. 8.11.9.36, wo ich getestet habe, dass auch meine Demo-Umgebung funktioniert. Halt der EIKA-Zugriff und ähnliches. So, wie wird das Ganze dann noch weiter konfiguriert? Jetzt haben wir hier den Private Access. Da habe ich also meine Konnektoren, die ich Ihnen vorhin, das ist noch hier hinter das Schaubild, genau, das sind diese beiden Konnektoren, die also in jedem Standort oder auch in jedem Segment, Netzwerksegment, wo entsprechende Applikationen zu erreichen sind, installiert werden kann oder schräger muss, wenn ich darauf zugreifen möchte. Das ist einmal dieser hier. So, der ist hier bei mir im
Netz und der andere ist in der Cloud und die sind beide erreichbar, deswegen sind sie beide grün. Das können hier auch, das wären mehrere, wenn ich sozusagen die hochverfügbar gemacht hätte, mehrere Applikationen dahinter. Hier sehe ich direkt dazu, wie viele interne Applikationen dahinter stecken. Klicke ich direkt drauf, das ist dann hier die nächste Konfiguration, das war der erste Schritt, das ist der zweite Tab hier, die internen Applikationen. Hier habe ich jetzt halt bestimmte Web-Applikationen einfach gemacht, da wird per HTTP zugegriffen, hier wird per RDP zu, per SSH zugegriffen und RDP im letzten, der scheint gerade nicht zu laufen, also sprich, da wird auch die Verfügbarkeit, wird auch permanent geprüft, alle paar Minuten, ob die internen Applikationen überhaupt erreichbar sind. Und werden dann entsprechend hier auch aufgeführt, damit ich weiß, okay, wenn der User meldet, ich kann nicht darauf zugreifen, ja, steht nicht zur Verfügung, sehe ich halt auch hier im Connector, sprich der Connector, der Secure Access Connector, prüft selber die Verbindung nach, kann ich entsprechende Applikationen erreichen. So, das ist dann dieser Connector. Ne? So, genau. So, hier Internet Access, gebe ich dann meine Standorte an, sprich hier ist meine Public IP-Adresse, damit ich die Clients erkennen kann, wenn sie darüber kommunizieren wollen, damit er sehen kann, alles klar, die kommen aus dem Standort und kann entsprechende Policies machen. Konfiguration hatte ich mal am Rande erwähnt vorhin, klassisch natürlich für den Proxy-Zugriff über Pack-Files, HTTPS machen wir natürlich auf. Da ist eine Frage, genau. Private Access würde für ein Gerät im User 80 Credits kosten, ist die Frage. Und für Vision One, das Vision One ist quasi ja die große Hülle, sozusagen, die Sie alle kriegen. Und da ist je nachdem, was Sie Optionen, es kommt erstmal nichts weiter hinzu für Vision One, sondern das ist quasi die Lizenzgebühr für Vision One, damit halt das überhaupt genutzt werden kann. Sprich, Sie kaufen jetzt diese 130 Credits als Beispiel für einen User. Die werden hier registriert und sobald der erste User sich über diese Connection, diese Private Access oder Internet Access Connection verbindet hiermit, werden diese 130, 80 oder 50 oder 130 Credits, je nachdem, was er nutzt, werden von ihrer Gesamtsumme abgezogen. Sprich, also das wird dynamisch allokiert. Sie können die Credits quasi im Pool kaufen und die werden dann halt bei Bedarf automatisch abrufen. Sprich, wenn hier ein neuer User kommt, wird halt automatisch angezeigt, Achtung, jetzt werden 130 Credits sozusagen von Ihrem Pool abgebucht. So läuft das Ganze dann. Ja, ich glaube, ich habe auch soweit das erklärt. Ich denke, wir könnten jetzt hier im Detail natürlich noch, hier haben wir die Benutzerintegration und so weiter. Ich denke aber, das würde jetzt zu weit führen im Detail. Ich kann natürlich sehen, welche Clients verfügbar sind, welche Clients zum Beispiel hier gemanagt sind. Das sind hier meine beiden Clients, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ich habe Ihnen nur einen gemanagten Client gezeigt. Es gibt noch einen zweiten, aber der läuft heute Morgen nicht performant, deswegen habe ich den nicht gestartet. Aber das sehe ich halt hier genau, auf welchen Maschinen halt der Zero Trust Modul installiert ist. Fragen dazu? Ich denke, die Agenda war für 45 Minuten geplant. Wir sind bei 10.40 Uhr, bin ich also noch guter Zeit für ein paar Fragen. Alle mit Informationen so zugeblasen, dass keine Fragen mehr kommen. Aktuell gibt es keine, aber jetzt hast du ja, Gerd, mich würde mal jetzt interessieren noch, Zero Trust hat jetzt ja nun nicht nur Trend Micro, erfunden haben wir es wahrscheinlich auch nicht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber überall wird davon geredet. Wie sieht es denn da bei anderen Herstellern aus? Wie schätzt du das denn ein, was du so siehst? Also was ich halt sehe, natürlich gibt es sozusagen ganz viele Mitbewunderer am Markt, sei es eine Microsoft, sei es eine Palo Alto, sei es eine Zscaler, die gibt es alle. Man muss halt sehen,
Die letztgenannten Z-Scaler Palo zum Beispiel, die kommen natürlich aus dem Netzwerkbereich. Das heißt, die definieren natürlich ihren Trust mehr aus dem Netzwerkbereich und weniger auf dem Client-Bereich. Das ist die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Wir kommen natürlich erfahrungsgemäß aus dem Client-Bereich und haben auch im Netzwerkbereich einiges und können daher natürlich am Client-Bereich viel mehr abfragen, weil typischerweise ist unser Agent oder sozusagen der Basecamp Agent die Basis schon ausgerollt, sodass halt nur noch das Zero Trust Modul hinzugefügt werden muss und wir dann sofort in der Lage sind, sehr, sehr viele und sehr granular die Informationen vom Client abzufragen. Kombiniert wird das Ganze natürlich dann mit Informationen aus den Netzwerkinformationen, sei es eine DDI, die im Netz ist, sei es eine Cloud-App-Security, die entsprechende Informationen über die E-Mail-Adresse und damit über den User liefert, oder sei es andere Web-Gateways wie die Web-Security. Also sprich, die Erfahrung zeigt, oder Bauchgefühl sagt mir, wir liefern ein paar mehr Informationen als unsere Mitbewerber an der Stelle, gerade was natürlich die Client-Informationen angeht. Technisch ist die Idee bei allen ähnlich. Ich überprüfe permanent irgendetwas. Das irgendetwas, das lasse ich jetzt mal offen, was das im Detail ist, weil ich denke, da hat natürlich jeder Hersteller seinen Schwerpunkt. Wie gesagt, wir haben eine sehr gute Client-Integration, weil wir sind typischerweise eh schon auf dem Client. Und Microsoft sieht es dann wieder ein bisschen anders. Die machen dann mehr im Bereich User Trust natürlich, weil die sind natürlich am Active Directory und haben dort ganz viele Informationen. Am Client sind sie auch, aber da fragen sie halt andere Informationen ab, sage ich mal vorsichtig. Okay, super, danke. Gerne. Bitte die Fragen schriftlich stellen, dann können wir sie beantworten. Demo ist natürlich auch jederzeit möglich. Das heißt, wenn Sie das testen wollen, können Sie einfach von uns einen Demo-Account bzw. Demo-Credits bekommen. Die bekommen Sie dann für eine Zeit lang zur Verfügung gestellt und können dann nach wenigen Minuten eigentlich sofort loslegen. Den Unmanaged Client, der braucht wirklich gar keine Installation, habe ich Ihnen ja gezeigt. Das wird dann hier ein Basisregelwerk eingerichtet. Wenn Sie natürlich auf private Applikationen zugreifen möchten, brauchen Sie diesen Secure Access. Das ist eine virtuelle Appliance. Die können Sie aus der Konsole runterladen und installieren. Wenn Sie gemanagte Client haben und Sie haben zum Beispiel schon Apex One draußen, dann ist in den meisten Fällen auch der Basecamp Agent schon mit draußen. Dann können Sie einfach wirklich per Klick noch das Zero Trust Modul auf dem Basecamp Agent mitverteilen. Die Worry-Free Welt kommt gerade eine Frage. Das passt nicht nach meinem aktuellen Stand, sondern Sie müssen dann wirklich Apex One, also typischerweise Apex One und Vision One nutzen, damit Sie diese Funktionalität nutzen können. Also Apex One ist optional, wäre dann aber der logische Schritt. Wenn ich Zero Trust mit Vision One nutzen möchte, sollte ich auf Apex One oder Cloud One Endpoint Security entsprechend umsteigen oder nutzen. Weitere Fragen? Okay, dann wäre ich am Ende. Ich glaube, ich habe das Wesentliche gezeigt. Wie gesagt, wenn spezielle Fragen sind, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir können eine detaillierte Demo oder mit speziellen Anforderungen natürlich jederzeit machen. Diese Demo-Umgebung, die habe ich seit mehreren Wochen oder Monaten mittlerweile laufen. Sie wird immer mal wieder ein bisschen ergänzt durch weitere Dienste eventuell oder Ähnliches. Das kann ich jederzeit zeigen und dann können wir auch natürlich im Detail bestimmte Regeln, bestimmte Fragen diskutieren und Ähnliches. Also das ist jederzeit möglich oder fast jederzeit. Claudia, dann darfst du den Abgesang machen. Dann sind wir durch. Ja, wunderbar. Danke vielmals
an meine beiden Sprecher heute hier im Webinarstudio und danke noch viel mehr an unsere Gäste, die in großer Zahl da waren.